dass du dich auch für die Grippesaison perfekt vorbereitest, damit du nicht mehr den Stress hast, wenn es um Personalausfälle geht. Also, lass uns loslegen. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Wusstest du eigentlich, dass ein Krankenstand, der höher als 5% ist, ein Motivationsproblem innehat und nicht einen gesundheitlichen Defizit? Deswegen geht es darum, dass du zum einen das mal für dich verifizierst, aber zum anderen, dass du dich auch für die Grippesaison perfekt vorbereitest, damit du nicht mehr den Stress hast, wenn es um Personalausfälle geht. Also, lass uns loslegen. Der erste Punkt, der extrem wichtig ist, dass du wirklich präventiv mit deinem Team arbeitest. Das bedeutet, dass du wirklich mal schaust, welche Gesundheitsbenefits kannst du wirklich implementieren. Das heißt Fitnessstudio, Zuschüsse für Arztbesuche und so viele weitere Sachen. Wichtig, all diese Dinge, die standardmäßig gemacht werden, werden natürlich vor allem häufig bei den Leuten genutzt, die sowieso sehr aktiv sind. Wichtig ist natürlich, all die anderen, die vielleicht nicht so aktiv sind oder die sich schwer tun, damit natürlich reinzuholen. Da ganz klare Empfehlung, arbeite wirklich auch mit Challenges oder mit entsprechenden Partnern, die dort wirklich auch dafür sorgen können, dass du ganz gezielt diese Leute auch aktivierst. Denn, muss man mal ganz ehrlich sein, je fitter jemand ist, desto seltener fallen die natürlich aus. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, dass ihr als Team insgesamt gesünder werdet und euch vorbereitet. Deswegen Gesundheitsbenefits, da gibt es so viele Sachen, die mittlerweile bezuschusst werden. Schau einfach, was die für dich passenden Merkmale sind oder Ideen, die auch gut zu deinem Unternehmen passen. Und dann implementier das mit deinem Team gemeinsam. Du wirst sehen, es wird einen sehr, sehr spürbaren Effekt haben. Was auch ein weiterer Punkt ist, der extrem gut funktioniert, ist einfach flexible Arbeitszeitmöglichkeiten zu schaffen. Das heißt jetzt nicht, wenn du im Schichtbetrieb bist, dass du sagst, ja, du kannst kommen und gehen, wann du willst, sondern es geht vielmehr darum, dass du ja diese sogenannten Karenztage gibst. Das ist etwas, was noch viel zu wenige Unternehmer nutzen. Ich kann doch einem Mitarbeiter die Chance geben, hey, bleib lieber 1-2 Tage zu Hause und auch wirklich dazu zwingen, wenn schon irgendwelche Krankheitssymptome da sind, dass die Leute zu Hause bleiben, sich vollständig auskurieren, bevor sie mit einem Krankenschein irgendwie dann sich vielleicht noch was Schlimmeres einfangen oder einfach super viel Zeit verbrennen, die sonst mit der Regeneration beschäftigt oder nutzen könnten. Ja? Auch ganz wichtig, schick Leute nach Hause, wenn sie wirklich krank sind. Ja? Es bringt überhaupt nichts, wenn sich jemand da wie mit Rotz und so ins Büro schleppt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderen infiziert, wenn auch nur unbewusst, ist einfach viel zu groß. Deswegen ganz klares Statement an dieser Stelle, schaff einfach die Möglichkeit durch flexible Arbeitszeitgestaltung und vor allem auch präventiv zu sorgen, hey, wenn die Leute merken, dass sie krank werden, dann wirklich lieber zu Hause bleiben, 1-2 Tage sich auskurieren. Ohne Krankenschein wirst du 1000-mal besser mitfahren. Das ist auf jeden Fall etwas, was dir sehr, sehr stark helfen wird. Natürlich musst du dir auch die Frage stellen, wie gesundheitsbewusst ist dein Team eigentlich? Ja? Das heißt, beschäftigen sich überhaupt mit dem ganzen Thema Schlaf, Ernährung, Sport, Fitness? Gibt es da überhaupt schon erste Ideen für? Und wenn das nicht der Fall ist, dann lohnt es sich, auch mal einen externen Experten reinzuholen oder selber natürlich zu überlegen, hey, was machst du eigentlich für dich, um dich als Unternehmer fit zu halten? Und was kannst du entsprechend auch an dein Team weitergeben? Ja, weil nochmal, du bist natürlich der Leitstern auch für dein Team. Wenn du fit und fröhlich vorangehst, dann wird dein Team entsprechend auch nachziehen. Wenn du permanent irgendwelche Einschränkungen hast oder Themen, dann wird sich das in deinem Team auch entsprechend widerspiegeln. Deswegen ganz, ganz klare Ansage an dich. Wenn du das sicherstellen willst, dass dieses Thema wirklich ein für alle Mal erledigt ist, dann überprüfe, erstens hast du mehr als 5% Krankenstand, das heißt einfach Arbeitstage, ja, zur Verfügung stehende Arbeitstage pro Jahr und dann gucken, wie viele Krankheitstage sind das. Das heißt, alles, was über, sagen wir mal, 10 Krankheitstage im Jahr ist, da sollte man dann schon genauer drauf schauen. Klar kann es auch mal irgendwelche Akutthemen geben oder irgendwelche größeren Sachen, aber im Durchschnitt solltest du unter diesen 10 Krankheitstagen im Schnitt auf jeden Fall bleiben. Und deswegen, wie gesagt, Gesundheitsbewusstsein zu schaffen, gezielt ranzugehen, bevor die Themen ausbrechen, das ist auf jeden Fall der einfache Weg. Wenn du sagst, okay, ich will das mit dem Ausgleich auch wirklich sicherstellen, ich will dafür sorgen, dass die Leute auch Zeit haben, dann kannst du es natürlich auch so machen wie wir. Wir sagen einfach, hey, 30-Stunden Woche bei voller Bezahlung fürs gesamte Team, nicht nur für die Führungsspitze. Ja, das ist etwas, wo man schon relativ weit sein muss, muss man ganz klar sagen. Das ist wirklich schon was in der Profiliga. Vorteil, den du hast, die Leute sind halt relativ früh zu Hause und haben Langeweile, Freizeitstress. Was machen sie automatisch? Sie verbringen die Zeit mit Sport. Wir zum Beispiel haben bewusst uns für einen Anbieter entschieden, wo du einfach fast jedes Fitnessstudio nutzen kannst. Das heißt, die Leute verbinden automatisch den Weg der Arbeit auch entsprechend mit der Fitness. Und ja, dann sind sie halt damit das
schon durch, haben ihr Fitnessprogramm gemacht und sind dadurch einfach insgesamt viel belastbarer, leistungsfähiger. Und ich kann es dir sagen, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal im gesamten Team einen Krankheitstag hatten. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ja? Klar gibt es mal die Situation, dass jemand nicht so gut performt, aber das hat meistens eher was mit Schlafmangel zu tun, vor allem aufgrund der Familiensituation. Und auch dort haben wir einfach eine Möglichkeit geschaffen, dass man sagt, hey, wenn es mal wirklich nicht geht oder man einfach mal einen Tag Ruhe braucht, dass man sich mal rausnimmt. Aber wann wir einen Krankheitstag gehabt haben, wo jemand gesagt hat, ey, ich bin komplett fertig, kann nicht mehr, kann ich wirklich nicht beantworten. Deswegen, für uns geht dieses 30-Stunden-Konzept auf jeden Fall extrem gut auf. Und der letzte Punkt, der natürlich auch sehr, sehr wichtig ist und wahrscheinlich auch so für uns das wichtigste Thema, gerade wenn es um das Thema Krankheit geht, dass du wirklich überprüfst, hey, sind deine Prozesse wirklich narrensicher? Sind deine Prozesse so, dass man wirklich jemanden, der keine Vorkenntnisse hat, der die Abteilung nur bedingt gut kennt oder ja, vielleicht mit diesen Sachen noch nie gearbeitet hat, dass der entsprechend einspringen kann. Je größer und komplexer ein Unternehmen wird, desto wichtiger ist es natürlich, diese komplexen Prozesse auch zu überführen, in Systemen, Strukturen, sie nachvollziehbar zu machen. Und wenn das dann auch möglichst einfach ist, dann wirst du merken, erstens sinkt die Hemmschwelle, wenn mal jemand krank ist, ausfällt, kündigt oder was auch immer, dass du weißt, hey, ich kann nur sofort jemanden nachbesetzen. Und auf der anderen Seite hast du auch einfach eine absolute Sicherheit, weil ja, wenn es dann zu diesem Fall kommt, springt jemand ein und kann die Sachen weitermachen. Natürlich vielleicht nicht auf den 100%, wie es jemand macht, der ausschließlich daran arbeitet. Aber es fällt nichts runter. Und das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste. Wenn du jetzt sagst, alles klar, Raik, habe ich verstanden und hört sich sehr, sehr einfach an, aber Hand aufs Herz, neben dem Tagesgeschäft das auch noch irgendwie umzusetzen, schaffe ich nicht. Kein Problem. Meine Empfehlung an dich ist, geh auf raikhane.de/print-report, trage ich dort einfach ein, lerne uns besser kennen, lerne unsere Methoden kennen und wenn du sagst, alles klar, habe ich verstanden, dann können wir auch ins Gespräch gehen. Deswegen starte einfach mit diesem Report, lass uns diesen ersten kleinen Weg gemeinsam nehmen und dann können wir alles weiter in der Tiefe besprechen. Viel Spaß dabei.